Haushaltsknöll? Jetzt dreh ein scheiß Video anstatt zu kochen. Mensch, ich find's ja rührend, wie du dich um mich hier kümmerst, aber ich hab das Gefühl, du willst mich einfach nur in die Pfanne hauen. Der Witz war ja vorzüglich. No, mon Dieu, vielen Dank für dieses Lob. Hab ich mir sehr gut ausgedacht. Was? Die Scheiße kam von uns. Digga, mach einfach dein Video, oder? Mach ich. Nee. Dann können wir unsere Videos auch einfach selbst machen, oder was? Meine Damen und meine Herren, wir haben uns heute hier versammelt, um den... Ich glaube tatsächlich einen dritten Advent zu feiern. Das 16. Türchen. Denn jeder weiß, wir sind eigentlich nur da wegen Bergfest. So. Und da haben wir's. Heute gibt's... Oh! Alter! Der ist so leicht, ich kann den mittlerweile mit links hochheben und ich bin eigentlich links behindert. Nichts Politisches, ihr meint. Ich meine einfach nur, weil ich mit links noch nicht mal in der Nase probeln kann. Ich zeig's euch einfach mal als erstes. McGargles? McDonald's Pale Ale von Rosie. Ja, dann wollen wir mal schauen, was da zu bieten hat. Leute, ich weiß, ich klinge wie ein kaputter Schallplattenspieler, aber es riecht fruchtig. Das Fruchtige überwiegt aktuell noch das Herbe. Wollen wir mal schauen. Achso, übrigens. Beschwert euch bitte nicht bei mir, dass dieses Video so spät kam. Ich habe rechtzeitig angefangen. Aber es kam zwischenzeitlicher Besuch vom Lord Roy. Und deshalb einmal in die Kommentare. Danke Roy! Mit einem ironischen Smiley. Ist wichtig. Denn eigentlich bedanken wir uns tatsächlich nicht. Das hat aber vielleicht ein bisschen zur Folge, dass mein Geschmackssinn schon etwas beeinträchtigt ist durch das ein oder auch das andere Sternburg. Das möchte ich nur noch mal zur Bewertung mit anfügen, ja, dass ich das nicht jedes Mal sagen muss. Wir haben ein relativ klares Bier. Zu den Fakten, Wasser, Gerstmalz, Hopfen und Hefe. Eigentlich gar nichts drin, was mich jetzt so verwundern sollte. 4,5%, aber Grapefruit and Apricots, Honey and Toast. Wir kennen es alle, den Grapefruit-Geschmack mittlerweile im Bier, der ist häufiger präsent. Das ist ja auch das, was ich in dem ganzen Kalender immer so ein bisschen als fruchtig bezeichne. Aber jetzt, wo ich weiß, dass auch Honig dabei sein soll, da habe ich das Gefühl, dass ich ihn auch rieche. Das könnte jetzt natürlich aber auch sowas sein, was ich mir extra einbilde, weil es ja da drauf steht. Angaben ohne Gewähr. Leute, ihr müsst mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, wie Aprikosen aussehen. Also diese komischen kleinen Pfirsiche? Falls ja, ich habe das Gefühl, dass man das wirklich schmeckt. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, für dieses Bier, da braucht man den Geschmack. Das ist kein Bier und ich denke, das sind auch viele dieser Biere nicht, die man kastenweise trinkt. Das schmeckt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig für normale Biertrinker wie mich, aber für den einen oder anderen, der hier was sucht, der was für ein Essen anbieten möchte, da könnte das, das müsst ihr vorher mal probieren, das hier eine gute Nummer sein. Also guck mal danach, guck mal, ist es vielleicht die Gemüsepfanne, die dazu geil ist? Das müsst ihr jetzt selbst rausfinden. Ich hoffe, dieses Video konnte euch auch nicht weiterhelfen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann gucken wir, was in Tür Nummer 17 drin ist. Ich bin auch gespannt. Bis dahin und tschüss, Kenner.